Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 Remake. Ich werde jetzt etwas total Unverzeihliches tun und tatsächlich durch diese Tür gehen. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Oder abfallen halt, ne? Trotzdem hindurchgehen? Ja. Ausnahmsweise. Die Tür kannst du auch rein theoretisch offen stehen lassen, Jill, wenn die sowieso nach außen aufgeht, ne? Just saying. Aber davon will die gute Jill ja nichts wissen. Hör doch mal auf mich, Mädchen. Ich erzähle nicht so einen großen Scheiß. Nur manchmal. Oh, warum sind so viele? Und alle auf einmal. Das ist aber nicht gut. Das sind verdammt viele Zombies. Gehe ich, glaube ich, gleich freiwillig durch den Raum mit den Hunden. Kann ich dich schon so treffen? Nein, natürlich nicht. Ah, hier liegt auch die Chemikalie, wie vermutet. Und hier ist auch ein großer Kerosinbehälter, wie vermutet. Das ist sehr schön. Es ist noch Kerosin da. Auf jeden Fall. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Wieso kann das nicht mal mehr sein? Immer nur, dass es für zwei reicht. Das ist doch doof. Alter, wie wild diese Hunde hier sind. Einfach mal... Chemikalie mitnehmen, ja. Dadurch ist der Raum hier eigentlich dann auch geklärt. Ja, würde ich mal sagen. Gut, rausrennen. In der Hoffnung, dass es klappt. Oh, die springen ja noch gar nicht über den Zaun. Das ist aber nett. Ich würde ja jetzt gerne das mit den Rätseln machen, aber... Ach, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Ich weiß ja auch nicht genau, was wir jetzt dadurch kriegen. Wahrscheinlich eine Maske, ne? Aber die Zombies hier alle zu legen... Ist es mir das wert oder gehe ich lieber doch so? Und dann nochmal von so da runter? Den Umweg muss ich ja sowieso... Nee, muss ich nicht... Aber ich würde dann doch, wenn ich mich diesen ganzen Zombies hier stellen muss, die Schrotflinte gerne dabei haben. Genau, dann habe ich sie natürlich nicht dabei. Ne? Das ist so klar. Das ist so klar. Wo war denn der Raum mit der Chemikalie eigentlich nochmal? Ach ja, der war ja ganz da hinten. Könnte ich direkt eigentlich von hier aus hinlaufen. Ich gehe jetzt erstmal wirklich hier durch. Scheißegal, ob die Hunde kommen oder nicht, aber ich gehe jetzt nicht an den drei Zombies da vorne vorbei. Das kann mir keiner erzählen, dass ich das machen muss. Oh! War so klar, dass ihr jetzt kommt, war so klar, dass ihr jetzt kommt, war so klar, 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 lauf! Huh. Ha. Schön, dass die Hunde hier nicht so schnell sind wie in Resi 2 Remake. Da waren sie nämlich sehr viel schlimmer. Die Tür hier habe ich auch noch nicht aufgeschlossen. Warum nicht? Ah nee, geht ja gar nicht. Ist ja jetzt Helm. Ist ja jetzt nicht mehr Rüstung, wie damals. Warum auch immer sie das Symbol hier geändert haben. Oder sie waren sich nicht sicher, haben sich gedacht, oh komm, machen wir einfach jetzt Helm draus. Was weiß denn ich, was die sich dabei gedacht haben. So, da kann ich lang. Und da ist auch zum Beispiel eine Kiste. Da kann ich dann den ganzen Kräuterkram erstmal ablegen. Und das ist gut. Dann mache ich das auch mal. Aber ich wusste auch nicht, dass dieser eine Raum da so heftig ist, dass da drei Zombies auf einmal durch die Fenster kommen. Das war schon ziemlich krass. Noten habe ich jetzt nicht mehr dabei, ne? Nee, macht nichts. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich habe mich kurz verlaufen. Ach ja. Ich
Ich könnte ja auch zuerst in den Raum mit den Pflanzen und die Chemikalie da auch wegmachen. Dann direkt verwenden. Benzin habe ich ja dabei, auch wenn die Zombies jetzt durchbrechen. Solange es hier nicht auch wieder 3 Stück sind. Was man hier nicht weiß. Wir haben garantiert auf dem Rückweg, ne? Ich sag's euch. Dann brechen sie durch. Aber naja, erstmal kümmere ich mich um dich, du komische Pflanze. Sehr schön. Und es steht immer noch Erde fälschlicherweise drauf. Denn Erde würde die Pflanzen nicht umbringen. Ja, jetzt darfst du pumpen. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Rot. Tja, das tut mir ja gar nicht leid oder so für euch. Wie sie auch richtig den Arm danach ausstreckt. Ich nehme mich mit. Süß. Ah, und hier ist jetzt eine Maske. Anstelle eines Schlüssels. Nicht schlecht. Verwundet bin ich ja nicht, ne? Nö, ich bin kerngesund. Dann will ich das eine grüne Kraut schweren Herzens hier zurücklassen. Wenn ich jemals nochmal Heilung brauchen sollte, weiß ich, wo noch welche ist. Gut, eine weitere Maske. Hurra! Aus hier. So, ich wollte ja jetzt an sich zum Safe Room. Warum wollte ich denn dahin? Ich hab's vergessen. Ah, ja, genau. Ich wollte mir die Noten eigentlich auch holen, jetzt um in den Musikraum zu kommen. Macht Sinn. War so klar, war so klar, war so klar. Tschö. Ich glaube, ich sollte mir die Schrotflinte noch mal mitnehmen, weil das sind gerade so viele Zombies hier. Das ist nicht mehr schön. Ich bin ja froh, dass hier keiner ans Fenster klopft. Dass der hier nicht auch noch dann reinkommen kann, einfach so, ohne gefragt zu werden. Ohne gefragt zu haben, besser gesagt. So. Maske erstmal weg. Und dann die ganzen Vollheilmittel auf jeden Fall mal weg. Jetzt lernt ihr mich kennen, ihr scheiß Zombies. Wenn ihr mir in die Quere kommt, zumindest. Vielleicht lasst ihr mich auch einfach vorbeilaufen, dann muss ich euch gar nicht killen. Dem ist ja gar nicht der Kopf geplatzt. Was bist du denn für ein Gauner? Aber wenigstens blutet er aus. Und wo ist der andere? Na, wenigstens habe ich den direkt legen können. Was für ein Gauner. Echt, ey. Laufe ich überhaupt gerade richtig? Ja klar, laufe ich richtig.
Aber echt, ey, ich ziel schon hoch, weißt du, der wollte mich eigentlich schon mehr oder weniger auch wieder begrabbeln. Deswegen, ne, ich ziel nach oben und der Kopf platzt nicht. Das war jetzt wirklich sehr unlogisch. Weil normalerweise sitzt so ein Schuss noch immer. Das war jetzt echt sehr merkwürdig. Aber okay, ne, wenn er so meint, das so machen zu müssen, dann ist es eben so. Ich hoffe nur, der wird jetzt nicht so schnell zum Crimson Head. Ich will jetzt nicht tausendmal hin und her laufen. Aber noch mehr Zombies triggern kann ich damit eigentlich hier in diesem Bereich ja nicht, ne? Ach, egal. Wunderschön. Oh, eine Geheimtür, cool. Liegen hier noch in der Ecke. Zweitwaffe? Ah ne, Trevors Tagebuch. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn ich mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Also entweder wenn ich mich umbringe oder umbringen würde, aber so ergibt dieser Satz keinen Sinn, Bürschchen. Aber warum? Weil es so ist. Lern Deutsch. Nein, ist okay. Also, aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa. Ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Ja, danke dafür, ich hab's gefunden. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tieraugen, Goldsymbole. Das darf ich nicht vergessen. Also, falls man hier irgendwie dumm ist und erstmal so halt, oh, die Farbänder kann ich mitnehmen, hier erstmal so reingeht und sich denkt, ach nein, was soll ich hier nur machen? Die Tür schließt sich ja wieder hinter mir, ich kann das Wappen gar nicht mitnehmen. Dann gibt's hier die kleine Info so von wegen, hey, du musst das tauschen und sowas, ne? Also, ja, okay, obwohl das Goldene war ja hier drinnen, ne? Deswegen, ganz eindeutig ist es jetzt natürlich nicht, aber egal. Geh durch, Jill. Und ich denke gerade die ganze Zeit nur eins. Bitte, Zombie, der da noch im Gang liegt, werde nicht zum Crimson Head, bevor ich hier meine Arbeit erledigt habe. Ich komme gleich zurück und kümmere mich um dich. Aber bitte, verwandle dich nicht zu schnell. Das war damals viel einfacher. Was muss ich jetzt bei der Uhr noch machen eigentlich? Nur die Zeiger umstellen oder? Wahrscheinlich, ne? Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei? Anscheinend können Sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Ja. Welches Rad möchten Sie drehen? Ja, ich weiß ja nicht, was das bewirkt. Eigentlich war es doch früher auf 12 Uhr, wenn die beiden sich erstochen haben. Also,
ist es halt die Frage, ne? Schwert und dann irgendwie der Körper oder der Kopf oder halt Kopf und Körper? In welche Richtung drehen? Rechts? Falsch rum. Weiter drehen? Nö, lass mal. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit dem Helm, dem Schild und dem Schwert der Rüstung zu tun. Ja, natürlich hat es damit was zu tun. Ach, Junge. Mädchen. Wenn die beiden erstochen haben. Doch, okay, dann probier es nochmal aus mit dem Kleinen. Dann auch wieder nach rechts, weil der dreht sich ja dann nach links. Dann sind die beiden doch eigentlich erstochen. Nein, jetzt nicht mehr. Es passiert nichts. Okay, aber ich, so, bevor ich jetzt hier zu lange am Rätsel rumhänge, will ich mich echt erst zuerst in den. Echt erst zuerst. Das war jetzt eine sehr tolle Formulierung. Aber ich will mich erst um diesen komischen Zombie da kümmern, bevor der zum Crimson Head wird. Weil die Zeit für ihn läuft ja die ganze Zeit weiter und das Risiko ist mir wirklich dann doch etwas zu groß. Aber auch nur etwas. So geht's ja nicht hier, ne? Der sieht auf jeden Fall noch normal aus, das ist schon mal sehr gut. Aber man muss sein Glück ja nicht zu sehr hinaus, zu sehr provozieren, Gelle. Aber wie soll man. Ah, dann kann es ja eigentlich nur noch Schwert und noch irgendwas anderes sein. Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht bei vier Symbolen, ne? Also hey, ich werde es schon herausfinden. So, Feuerzeug, her mit dir, Dankeschön. Ist halt nicht ganz klar formuliert, ne, mit dem, ja, wenn die sich erstechen, dann ist alles klar. Da denkt man sich so, ja, wer will denn jetzt wen mit was erstechen? Also ich meine, okay, erstechen geht nur mit Schwert, also Schwert ist garantiert eines der beiden Symbole. Aber was dann? Brenne, brenne, kleiner Zombie. Lalala. So, der ist schon mal Geschichte. Das ist gut. Das kann mich in Ruhe um das Rätsel kümmern, ohne Angstzustände zu bekommen. Wie gesagt, viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Also sollten wir eigentlich hinkriegen, auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, was ihr von mir wollt. Danach denke ich, ich werde die auch speichern und für heute aufhören, weil es schon spät. Wahrscheinlich bekomme ich von dir dann auch eine Maske. Ach, guck mal, hat sie auch wieder resettet. Ja, okay, war irgendwie klar. Also, wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Jetzt mache ich mal groß. Das klingt falsch. Ja, ich mache jetzt mal groß. Wisst ihr Bescheid? Nein. Also, ich drehe jetzt mal am großen Rad. So, das klingt besser. In welche Richtung? Ich sag jetzt mal links. Oh, ist echt spiegelverkehrt. Weiter drehen? Ja. Och. Nein, nicht, nein. Nein. Nein, ich. Oh. Jö. Das haben sie gerade ein bisschen blöd gemacht hier. Ich habe einmal zu schnell gedrückt und schon. Ja. Groß. Links. Macht ja gar keinen Sinn. Was mache ich hier eigentlich? Oder? Weiter drehen? Nein, mache ich mal so. Oh, ist richtig. Das ist jetzt der Schlüssel für die Schlange garantiert, richtig? Sieht so aus. Ja, ein Schild ist eingraviert. Na super. Prost Mahlzeit. Ich muss gegen die Schlange als nächstes kämpfen. Und jetzt sehe ich auch erstmal das Bild, was der entscheidende Hinweis gewesen wäre. Da seht ihr das. Der eine sticht ja den einen da durch den Kopf und der andere durch den Körper. Deswegen war es dadurch ganz klar, was ich nehmen muss. Ich habe das Bild nur vorher überhaupt nicht richtig beachtet. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt. Ah, das wird auch nochmal gesagt. Das kurze Schwert steckt in der Brust des Ritters. Da weiß auch nochmal großer und kleiner Zeiger.
Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt, okay. Ja, macht Sinn, dass man Hinweis bekommt, ne? Gut, dann kann ich ja dann wirklich jetzt in diesem Safe Room speichern, mein Kerosin vorher nochmal auffüllen. Und dann als nächstes müsste ich ja zu Richard. Problem ist gerade nur, ich habe noch keine blauen Kräuter gefunden. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber andererseits eigentlich nicht, weil wenn ich vergiftet werde, werde ich ja von Barry gerettet. Das ist ja das Schöne. Hier braucht man noch gar keine blauen Kräuter erstmal am Anfang. Weil dafür hat man ja Barry. Oder mit Chris halt Rebecca. Obwohl ich nicht weiß, ob sie es hier anti-netter, sag ich mal, gemacht haben. Wenn man mit Chris zum Beispiel spielt, ob man wirklich Rebecca einretten kann mit dem Serum. Aber würde Sinn machen, weil hier sind ja wirklich keine blauen Kräuter am Anfang zu finden. Also es wäre schon ziemlich arschig, wenn die das so machen würden. Ja, nee, du spielst ja jetzt mit Chris, deswegen du darfst nicht gerettet werden. Pech gehabt, Arschlecken 350. Genau, Kerosin eben auffüllen. Kann ich mir auch die Farbbänder von diesem Raum hier mitnehmen. Paletti, alles Paletti. Das ist doch dann gut. Was? Es ist hier auch kein Kerosin mehr übrig? Du hast gesagt, du bist zur Hälfte voll. Du hast mich angelogen, du Scheißding. Also unter der Hälfte verstehe ich was anderes. Nur alte Möbel? Ne? Waren hier nicht irgendwo Farbbänder? Ah, die hatte ich wohl doch schon mitgenommen. Hier war nur noch die defekte Schrotflinte ansonsten drin. Ja, die brauche ich ja jetzt definitiv nicht mehr. War hier echt sonst nichts mehr? Ah, hier sind noch Farbbänder, wollte schon sagen. Hier waren noch mal welche drin im Raum. Aber das ist ja echt dumm. Weißt du, wenn der mir sagt schon so von wegen, ja hier, das ist zur Hälfte voll, dann erwarte ich auch, dass der Behälter bis zur Hälfte voll ist und nicht so von wegen, ja nee, sind nur drei Tröpfchen drin. Weil ich bin, wie oft habe ich das hier aufgeladen? Drei, vier Mal? Öfter nicht. Und dann sagen sie die Hälfte. Echt, ey, ihr seid Arschlöcher. Also, was eine Hälfte von etwas ist, müssen wir nochmal hier neu interpretieren, glaube ich. Aber ich habe auf jeden Fall genügend Farbbänder, das ist schon mal sehr viel wert. Nun gut, dann lege ich das erstmal hier ab und das auch, weil das brauche ich nicht. Ich brauche hingegen Schrotflintenmuni und das hier tausche ich. Nee, muss ich nicht austauschen. Ich nehme einfach das mit und auch ein zusätzliches ganzes Heilmittel. Weil wenn ich vergiftet werde, werde ich ja direkt, und ich werde sicher vergiftet werden, weil ich garantiert wieder nicht gegen die Schlange kämpfen werde, sondern die Feigling-Taktik machen werde. Dann werde ich ja halt von Barry sowieso direkt gerettet und dann werde ich hier in den Safe Room gepackt sozusagen. Und dann kann ich direkt auch. Das ist übertrieben, das ist mir vorher nie aufgefallen, aber hier sieht man das so richtig, dass das Spiel von Japanern gemacht wurde. Achtet mal auf Jills Brüste. Der Bouncing. Warum? Das muss so extrem nicht gezeigt werden, Spiel. Wir sind in einem Zombie-Spiel. Da muss das nicht sein. Ist schon okay. Es ist doch nur Resi. Was willst du? Was tust du mir an? Ah, Hilfe. So, alles klar. Ich hoffe, ich weiß noch, was ich dann im nächsten Part machen muss, aber denke ich doch mal. Ich meine, ich werde mir sonst einfach zur Not das Ende vom letzten Part nochmal angucken. Aber wenn ich in mein Inventar gucke, dann sehe ich auch schon, ach ja, hier der Schildschlüssel und Schrotflinte und Heilmittel und sowas alles. Das wird mir, denke ich mal, auch schon sagen, hey, ich sollte zur Schlange gehen. Aber alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hier sehen solltet und bis zum nächsten Mal, eure Vampi. Ciao.